Und da sind wir schon wieder zurück bei einer Runde War Thunder. Bodenangriff Western Europe spielen wir jetzt. Ich habe ein Flugzeug erforscht, letzte Runde. Letzte Runde habe ich ja theoretisch ein Dankesvideo gemacht. Und ja, jetzt wollen wir vielleicht mal gucken, ob ich mich mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren kann. Also die Tipps mit den Tasten und auch mit dem, dass man die Waffe nicht überhitzt und bla bla bla. Also auf jeden Fall richtig gut. Und ja, was soll man dazu sagen, ne? Besser kann es doch nicht gehen. Ihr könnt auch gerne mal wenn ihr möchtet, in Kommentare schreiben, was für Spiele ihr gerne mal sehen wollen würdet. Weil, ich bin ja für viele Sachen offen. Und ja. Wenn ein Spiel ist, das, was ich erstens besitze, zweitens, was mir dann auch zusagt, dann muss ja auch sein, sonst wäre das ja schlecht. Dann würde ich halt auch spielen, natürlich. Und wie gesagt, es gibt ja noch Videos, die noch laufen, wie Warlock oder Rimworld. Da werden auch noch ein paar Folgen von kommen. Wie The Beast, Minecraft ist klar, das bleibt. Solange wie es Spaß macht. Ja, und Smite sowieso. Und War Thunder. Nur ich meine jetzt, was kommt nach Warlock oder Rimworld? Das meine ich. Zum Beispiel. Na? Mein Freund und Kupferstecher? Ne, hab ich jetzt keine Lust. Der fliegt mir zu schnell. Ah, oh, oh, oh. Boah. Gedreht und direkt getroffen. Ich habe den, meinen Kumpel aber nicht abgeschossen. Denn der ist in den Rhein geflogen. Kann ich nichts dran ändern. Was? Schießt er auf mich? Hä? Irgendwie hat er jetzt, glaube ich, einen Blau auf mich geschossen. Oh, was haben wir denn da? Oh, Treffer. Was ist mit ihm? Hä? Jetzt wollte ich mich aber verarschen, oder? Jetzt habe ich ihn getroffen. Aua, aua. Hallo? Hilfe! Nein, Baum! Oh. Scheiße, doch abgeschossen. Habe ich versucht. Dafür habe ich versucht zu fliehen, habe es aber nicht geschafft. Was soll's? Was soll's? Da müssen wir aber auch machen, Bodenangriff. Ach so, wir müssen da, glaube ich, die Dinger da zerstören, ne? Da wollen wir noch eine Bombe mal mitnehmen. Mal gucken. 6 × 10 Kilo. Okay. Testbomben? Ja, irgendwie bestimmt da im Boot drin oder so. So, dann wollen wir mal gucken, wo fliegen wir denn dann hin? Dahin? Was ist mit dem Wilson? Hilft der mir dann? Deckt der mich ein bisschen? Oder auch nicht? Da kommt noch einer. Ah. Nö. Nö. Das ist natürlich doof, wenn so viele hier rankommen. Das will ich nicht. Panzerwagen wurde verschwört von Matzemann. Wer ist denn Matzemann? Hessemu. Schön. Wilson wurde abgeschossen. Sehr toll. Warum schießt? Ach, da unten, der Dingens. Ich gerade mal. Ach, da war doch. Hey, hey, hey! Mein Gott! Habe ich jetzt nichts kaputt gemacht mit einer Bombe? Ich fliege kaputt. Sehr toll! Krasse Scheiße! Muss ich ehrlich mal sagen. Ich habe nichts getroffen.
Okay. Dann sind die Bomben doch nicht so stark. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass sie ein bisschen stärker sind, aber ist okay. 6x10, gut, 6x10 Kilo ist jetzt auch nicht so viel. Aber, ja. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich hätte nicht. Ja, der ist abgestürzt, alles klar. Der andere auch dann direkt hinterher von mir, von uns. Was ist mit ihm? Treffer. Wow, das war knapp. Was ist mit ihm? Was ruckelt dann denn jetzt gerade? Und schon wieder ein Treffer, sehr schön. Zurück hier. Der Panzerfahrer hier. Skullhead. Mal sehen hier. Flugzeug zerstört. Warum ist das, stürzt da ab? Dab, dab, da, dab, dab, da. Sehr, sehr schön. Da habe ich einen Abschuss hingelegt. Und da bin ich direkt erstmal gestiegen. So, was haben wir denn hier noch? Großtag 9. Da wollen wir nochmal gucken, was der. Ah, da unten liegt einer. Was haben wir denn da? Na, könntest du mal treffen? Was? Was? Boah, der war gut. Ein echter Ochse, der mich gerade abgeschossen hat. Ne? Aber jetzt quasselt doch nicht hier wieder unterm Fenster bei mir, ey. Nicht machen. Warum treffe ich? Doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Ah. Was macht der? Opfert der sich für die Kumpels oder was? Weiß ich nicht. Ich bin aber auch manchmal, ne? Hallo? Wieso ich denn? Sie verarschen? Soll ich vielleicht da. Soll da vielleicht mal Riesenziel dahin oder was? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ja, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. So. Habe ich keine Böcke. Auf so ein Siff. Wann haben wir noch hier rumfliegen? Da. Pop-up hier. Nee. Geht doch. Also ich muss ja sagen, ich habe ja solche Spiele gespielt früher, so Art-Spiele, nicht dasselbe natürlich. So Art-Spiele habe ich damals gespielt in Form von Wing Commander und so. Zum Beispiel. Du willst mich nicht rum. Danke. Oder ja, Wing Commander war zum Beispiel eins von denen. Da fand ich da auch einiges leichter, also. Hä? Nö. Pop-Up-Ninja. Hallo? Du bist auch so ein Pop-Up-Ninja, Kumpel. Tja, guckst du blöd, wa? Baum. Könnt ihr den mal töten, da? Ja, genau. Ja, holt ihn euch, den Sack. Meine Kumpels kommen. Ach ja, aber da wäre auch fast so utopisch gewesen, den zu treffen. Der lebt ja immer noch. Oh, getroffen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nee, 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 nee. Boah, der war gut. Jetzt muss ich auch direkt husten. Der war echt gut. Also beim Drehen habe ich den getroffen. Das war cool. Das war nicht schlecht. Also ich fand das gut. Ich weiß ja nicht, wie andere das finden, aber ich. Nein. Aber ich fand das gut. Hä? Dreckstück. Da ist er doch wieder. Marion Sarah Singh. Der Sack. Gibt's ja gar nicht. Kann ich eigentlich hier noch? Allzweckmunition, Leuchtspurmunition. Hä? Was ist denn Leuchtspurmunition? ATP, panzerbrechende Munition. Gib mal her. Sehr gut. Nehmen wir die mal mit. Was hat er denn da? Ne? Tastatur kaputt, KC66. Da kann ich auch nichts für, wenn deine Tastatur kaputt ist. Noch sieht dann eigentlich gut aus. Wir führen sogar. Und ich bin. Ja, zwei Abschusshilfen, ein Abschuss. Mal ein paar Bomber unterwegs. Ich habe leider keinen mehr.
Und ich habe den einzigen, den ich hatte, der wurde ja abgeschossen und habe nichts dabei getroffen. Was ein Unding. Das möchte ich mal sehen, wenn man eine 6x10 Kilo Bombe im Garten schmeißt, ob da was kaputt geht. Echt. Hatut. 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 Hallo, Hatut. Hallöchen. Boah, wie ich. Alter, ich wollte auch gerade sagen, wie ich nicht treffe. So, Herr Hatut, wo bist du? Ja. Ich komme hinter dir her. Na, 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 na. Hammer. Ist ja der Hammer. Boy, ich hasse das, wenn die einen fast rammen, ey. Na, was ist mit dem da? Ja, der kommt genau auf mich zu, ne? Ah, sieht so aus. Toll! Toll! Muss ich mal schmollen. Ja, jetzt habe ich nur noch den großen Bomber. Leider. Jetzt habe ich noch einen Klosch im Hals hier, der gibt es ja gar nicht. Oh Mann, ey, und das ist noch so lang. Da muss ich mal ein bisschen abseits fliegen, so. Krieg ich nix. Jetzt muss ich ja gleich den Ladebildschirm da angucken, da habe ich gar keinen Bock drauf. Hier waren ein paar Pirouetten hier. Lalala. 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 Der Hatut, der lebt ja immer noch. Der Schmutzbuckel. Ist ja gar nicht. Baum! Baum! Scheiße! Oh, der ist ein bisschen schwerfällig. Ich hätte doch den anderen, glaube ich, behalten sollen. Oh, so ein Ärger. Ach, da kann ich ein bisschen was erzählen. Erzähle ich einfach was, so. Was erzähle ich denn? Ja. Aber das ist toll. Nächste Woche habe ich wieder Spätschicht. Das heißt, nächste Woche wird dann ein bisschen schwieriger, wieder Videos aufzunehmen. Aber das müsste ich trotzdem hinkriegen. Diese Woche hatte ich Frühschicht. Das ist ja das Schöne. Da hat man um 4 Uhr Feierabend. Da kann man danach natürlich noch ein paar Videos aufnehmen oder halt hochladen oder sowas. Und halt nächste Woche ist halt schlecht. Da muss dann von 11:30 bis 19:30 arbeiten. Das ist dann natürlich nicht so einfach. Das heißt, man kann entweder nur morgens, wenn ich dann um 8 Uhr aufstehe oder 7 oder sowas. Oder halt dann abends, wenn ich nach Hause komme. Aber das werden wir dann sehen, wie das funktioniert. Ich muss mir da sowieso noch ein paar Gedanken drüber machen, wie ich das dann in nächster Zeit handhabe. Aber das ging ja doch schneller als erwartet. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen was erzählen, aber nö. Habe immerhin ein Flugzeug und zwei Abschusshilfen habe ich hingelegt. Forschungspunkte Bonus mit erster Sieg dieser dieser Nation? Hä? Okay. 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 Naja. Gut. Na, dann wechsle ich den mal hier. Ach ne, dann habe ich doch beide Marcolins. Ja, den muss ich ja drin lassen, damit ich mit dem Forschungspunkt kriege. Naja. Aber damit beende ich jetzt auch die Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!